Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir haben ein Thema, das wir besprechen wollen. Das wird vielleicht nicht jeden sofort vom Hocker reißen, aber ich kann versprechen, das hat es in sich. Tourismus. Und ich habe interessante Gäste. Wolfgang Obermüller ist da, der Inhaber und Geschäftsführer des Refugiums, Landrefugiums Obermüller aus Untergriesbach. Herzlich willkommen, Herr Obermüller. Und Herrn Dr. Stefan Mang, der Geschäftsführer eines Universitätsinstituts ist, nämlich von Centuris. Ganz herzlich willkommen, Herr Mang. Danke für die Einladung. Beginnen wir gleich mal mit der ersten Frage. Herr Mang, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit den Themen Tourismus. Was ist eigentlich Tourismus? Tourismus ist ein breites Feld. Tourismus ist letztlich, früher nannte man es Fremdenverkehr. Dieser Begriff hat allerdings ausgedient. Letztlich geht es im Tourismus darum, dass man in einer Region andere Menschen hervorlockt. Letztlich, dass andere Menschen eine Region besuchen und die touristischen Aktivitäten vor Ort, die Erlebnisse vor Ort, die Region in Erfahrung bringen. Wenn das die Definition von Tourismus ist, also dass man Menschen in die Region holt, Herr Obermüller, was sind denn die typischen Touristen? Wie kann man die denn vielleicht beschreiben? Oder vielleicht ist es gar nicht möglich, die so nach Ostbayern kommen, in den Bayerwald, wie man so sagt, in den bayerischen Wald. Wer kommt denn da so? Das kann man jetzt schlecht sagen, weil der Tourismus ist breit gefächert. Es gibt verschiedene Zielgruppen. Urlaub am Bauernhof, dann die klassische Ferienwohnung, dann bei mir ein Wellnesshotel sein im Bayerischen Wald. Das ist natürlich ein ganz anderer Kundenkreis. Aber eben, das ist das Gute, die Mischung macht's. Und der Bayerische Wald hat für jeden was zu bieten und ist nicht nur für eine Zielgruppe da. Jetzt hat die Süddeutsche im Jahr 2020 mal getitelt über die Touristen, die in den Bayerwald kommen, die seien, Zitat, gebildet, naturverbunden, ein bisschen arg sparsam. Können Sie das unterstreichen oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Gut, es gibt halt mehrere so Produkte. Im Bayerischen Wald hat es längere Zeit gegeben, so 99 Euro all inclusive mit Getränke und Schnäpse für 3 Nächte, 99 Euro, die wo halt bei verschiedenen Kaufhäusern beworben worden sind. Und diese Projekte haben aber eigentlich Corona nicht überlebt. Also es gibt nur wenige Anbieter in diesem Bereich, noch im Bayerischen Wald, also bei uns in der Region, speziell im Süden. Und von dem her, natürlich, die Hotelpreise im Vergleich zu Oberbayern sind im Bayerischen Wald sehr geringer, im Vergleich zum Südtirol genauso. Wir haben jetzt sehr viele Betriebe, wo Inhaber sehr viel mitarbeiten müssen. Wir sind alle familiengeführt und wir haben keinen Hoteldirektor, wir haben keinen Geschäftsführer, wir haben eine sehr flache Hierarchie. Jeder ist für jeden da und jeder darf alles tun, wenn einer nicht kann. Und dadurch ist vielleicht das Preisgefüge ein bisschen anders, aber das merken halt auch unsere Gäste aus dem Großraum München oder Umkreis von 200, 300 Kilometern, die gesagt haben, früher sind sie immer nach Oberbayern oder nach Südtirol gefahren, weil da sehr hohe Qualität gewesen ist und mittlerweile finden sie die, zum Teil sogar sagen sie besser, wie sie damals gefunden haben. Und sie brauchen halt nicht über den Brenner fahren, sondern sie sind halt auch im Thema Umweltschutz nachhaltig nicht mehr so weit lange unterwegs. Oder wir haben genauso Gäste aus Passau, die sagen, Urlaub ab Minute 1, 30 Minuten Anreise, Nachmittagsverlängerung, um 18 Uhr sitzen sie wieder am Sonntag mit der Familie am Abendbrottisch. Herr Dr. Mang, wie ist denn die Zufriedenheit derjenigen, die in den Bayerwald gehen und dort Urlaub machen? Und die nächste Frage ist auch gleich anschließend an das, was Herr Obermüller gesagt hat. Wie sieht es denn aus mit den Urlaubsregionen in Bayern? Sie haben bestimmt einen Überblick. Gibt es da Unterschiede, auch was die Schwerpunkte angeht, was das Preisgefüge angeht und womit hängt das eigentlich zusammen? Also wir von Centuris untersuchen seit mehr als 20 Jahren die Region. Also wir sind eigentlich aus einem Projekt entstanden, das genau das zum Ziel hatte, dass man untersucht, die Gästestruktur untersucht, analysiert, wie sie hier in Ostbayern aussieht, also welche Gäste hier in die Region kommen, wie das Ausgabeverhalten ist.
Und hier sehen wir insbesondere über die letzten Jahre, also wir können Zeitvergleiche hier genau analysieren, und wir sehen über die letzten Jahre hinweg einen enormen Zuwachs oder eine enorme Steigerung in der Zufriedenheit. Also die Gäste werden immer zufriedener. Das ist auf einem sensationell hohen Niveau mittlerweile, im Sommer als auch im Winter. Wir haben zuletzt jetzt eine Gästebefragung im Bayerischen Wald durchgeführt, unter Gästen im Bayerischen Wald. Also das sieht dann so aus, dass wir wirklich in den Bayerischen Wald hinausgehen, an die Hotspots oder an den touristischen Point of Interest, und befragen die Gäste. Und da stellen wir fest, dass wirklich eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit da ist. Also wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir haben zuletzt auch Vergleiche zu anderen Regionen, und da ist der Bayerische Wald insbesondere sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt kann ja Zufriedenheit von verschiedenen Aspekten abhängen. Manche sind zufrieden, wenn viel Ruhe herrscht. Manche sind zufrieden, wenn viele Partys stattfinden. Was sind denn die Zufriedenheitskategorien, die jetzt im Bayerischen Wald die Touristen ankreuzen lassen, sehr zufrieden? Also ich denke, man muss sich da insbesondere die Urlaubsaktivitäten und die Motive anschauen, die einen Urlauber, einen Touristen beeinflussen, in den Bayerischen Wald zu kommen, und auch das Angebot gegenüberstellen. Und da sind zum Beispiel Faktoren wie die Zeit miteinander genießen, die Natur genießen, die schöne Landschaft genießen, kulinarische Highlights hier in der Region auffinden. Das sind so die häufigsten Nennungen, die von touristischen Gästen kommen. Und dementsprechend stellt sich der Bayerische Wald oder die Ostbayern auch auf, damit man das auch in der Vermarktung genau transportiert, diese Werte, diese Angebote in der Werbung, in der Außendarstellung, dass die Gäste das im Endeffekt, das, was sie hier suchen, auch hier finden. Herr Obermüller, Sie haben ja Ihr Landrefugium inzwischen seit 30 Jahren ungefähr. Das heißt, Sie haben über viele Jahrzehnte auch einen guten Überblick darüber, wie die Entwicklung so war. Was ist denn der markante Unterschied zwischen dem Urlaubsziel Bayerwald vor 30 Jahren oder vor 10 oder vor 20 Jahren und heute? Also bei uns kann man so jetzt sehen, wir sind 1995 eröffnet als klassischer Saisonbetrieb mit Bussen. Also wir haben hauptsächlich Reisebusse da gehabt. Und dieses Geschäft ist ja dann im Laufe der Jahre immer weniger geworden, auch altersbedingt, Altersstruktur. Die Älteren sind nicht mehr in die Busse eingestiegen, die Jüngeren wollten auch nicht in die Busse reinsteigen, sagen wir mal ja so. Und dann hast du halt immer ein sehr enges Saisonfenster gehabt, das war meistens April bis November, Dezember spätestens. Und dann hast du wieder 4 Monate vom Ersparten unter dem Kopfkissen leben müssen. Und dann haben wir eben gesagt, wo geht die Zukunft hin als familiengeführtes Unternehmen? Wo wollen wir uns positionieren die nächste Zeit? Wie können wir unsere Mitarbeiter nicht nur saisonell beschäftigen, wie können wir es langfristig binden? Und dann sind wir unter anderem auf das Thema Wellness gestoßen, haben wir dann gesagt, wir wollen nicht zu groß werden. Also unser Haus hat weiterhin nur 98 Betten. Wir haben unsere 100 Betten ist bei uns die magische Grenze im Haus, weil bei uns viele Gäste sind, die wo nicht so große Hotels suchen, sondern eben schon auf größere Hotels kommen als Gäste und dann bei uns Stammgäste werden, weil sie sagen, sie wollen das Überschaubare, also leicht zum Orientieren im Haus ist und solche Sachen. Aber eben Kulinarik ist bei uns ein großes Thema, dann die familiengeführte Herzlichkeit. Also bei uns ist nicht so alles steif, wir sind klassischen 4-Sterne-Hotel, sagen wir mal ja so. Und das lieben aber dann die Gäste, und gleichzeitig hat sich aber jetzt, entwickelt sich nach Corona jetzt weiterhin die Wellness-Hotellerie, wenn man auch die aktuellen Umfragen wieder sieht in den Fachpressen durch. Der Kunde will jetzt nicht mehr entspannen, er will erleben. Mhm. Er will nicht allein sein, Zeit zu zweit, er will neue Leute kennenlernen. Er will ab 40 bis 60, er will sich mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Er möchte was mit auf den Weg bekommen. Wie kann er das Wissen zu Hause wieder umsetzen? Also eigentlich das Thema Wellness, wie es eigentlich immer schon geheißen hat, be well, was tut mir gut. Und früher war das halt mehr so, ich sage maximale Verwirrung in kürzester Zeit. Also der Gast checkt ein und dann hast du ein Überangebot an Saunen und Bäder. Und der Gast checkt am Sonntag aus und der war, sage ich mal, Freizeitpark mit Bademantel. Und dann merkt er irgendwie, es ist nichts viel passiert. Und jetzt merken wir halt schon bei uns Wellnesshotels auch, wir haben einen, der ist speziell im Bereich Yoga unterwegs, der hat viele Yoga-Retreats, der hat dann Kunden, die wo sie dann die Techniken erlernen wollen und dann zu Hause anwenden.
Wir beschäftigen uns im Thema Glück sehr viel. Ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben. Raus aus dem Kreisverkehr, letzte Ausfahrt Glück. Das war auch so ein Corona-Ergebnis. Und wir sagen immer, jede Veränderung muss von innen beginnen, damit es wirksam ist und auch nachhaltig ist. Und das hat sich jetzt geändert und das macht halt jetzt im Bayerischen Wald wieder bunter. Lebendiger, nennen wir es mal so. Und es gibt halt auch durch die Spezialisierung der Betriebe auch wieder neue Typen. Eben, wer will mehr Action haben, der geht halt zum singenden Wirt oder so, in ein Schlagerhotel. Also es gibt verschiedene Betriebstypen. Und jeder findet wirklich seinen persönlichen Urlaubsgusto, findet er sein Hotel. Und das macht halt den Bayerischen Wald spannend. Er kann einiges bieten. Wir sind aber halt keine Winterregion. Wir können halt nur uns über das Thema Natur, Wellness, Genuss und solche Themen verkaufen. Natürlich im Oberbayerischen Wald ist natürlich Wintersport ein Thema, aber bei uns in der Region nicht so. Und da müssen wir halt versuchen, eben kreativ zu sein. Und das macht es auch weiterhin spannend. Mhm. Ich merke gerade, dass ich offensichtlich nicht gefragt wurde, was die Themen angeht, weil ich bin auch gern allein. Ich habe gern viele Saunen, die lange offen haben und muss auch nicht unbedingt bespaßt werden. Woher kommen solche Umfragen? Also wer fragt da wen? Vielleicht Herr Mang oder? Also im Endeffekt im Bayerischen Wald sind es unter anderem wir, die hier die Gäste vor Ort befragen. Es gibt aber natürlich auch überregional Trendanalysen, wo es darum geht, welche Zukunftstrends gibt es im Tourismus. Und da werden genau solche Dinge dann erforscht, welche hier im Tourismus relevant sind für die unterschiedlichen Regionen. Und sowas wie zum Beispiel diese Wissensbegierde der Leute, das können wir absolut bestätigen. Also es gibt verschiedene Angebote im Bayerischen Wald auch oder in Ostbayern, da springen die Betriebe super auf, dass die zum Beispiel die Gäste durch den Betrieb führen und die Technik hinter dem Betrieb auch erklären. Also hinter die Kulissen zu schauen. Stichwort Nachhaltigkeit, dass man zum Beispiel, wenn der Betrieb ein Blockheizkraftwerk hat, dass man dem Gast das auch erklärt, wie das funktioniert. Also da ist hier durchaus Interesse da, des Gastes hier hinter die Kulissen zu blicken und Informationen zu bekommen. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen, jetzt als Laie wahrgenommen, an diesen Urlaub auf dem Bauernhof, was es ja schon länger gibt, dass man dort als Städter dann hingeht und mittendrin dabei ist. Ist das vielleicht so etwas Ähnliches, dass man jetzt auch in den Wellnesshotels, die ja dann viel mehr anbieten, dass man da auch ein bisschen involviert wird als Gast, dass man eben auch mal das Blockheizkraftwerk sich anschauen kann oder hinter die Kulissen schauen kann, in die Küche schauen kann? Gibt es da ein Interesse? Sagen wir mal so, es war ja, glaube ich, Corona war wieder ein bisschen ein kleines Brennglas für das Thema. Und der Gast oder der Mensch hinterfragt immer ein Warum. Warum ist ein Unternehmen erfolgreich? Warum ist ein Unternehmen so, wie er ist? Oder was treibt den Unternehmer an? Und das haben wir schon gemerkt, deine Gespräche mit den Gästen andauernd, dass du permanent immer darauf angesprochen wirst. Eben, wir haben auch nachhaltig, vor 3 Wochen haben wir eine Hackschnitzelheizung gebaut, ein Heizwerk eigenes, weil mir 100% erdgasabhängig war. Uns war es wichtig, dass wir nicht im Falle einer Gasknappheit weggeschalten wurden. Letztes Jahr im Herbst, wie das immer in der Presse gewesen ist. Und dann haben wir ganz klar gesagt, wir beschäftigen uns mit den Themen Alternativen. Was war die Alternative gewesen bei uns im Haus? Flüssiggas. Flüssiggas kommt aus Katar. Dann sage ich jetzt, gut, der eine hat einen Krieg angefangen. Das ist nicht gut, aber der andere, der tritt die Menschenrechte mit Füßen, den kaufe ich das jetzt lieber ab, das Flüssiggas. Also ist für mich als Unternehmer, wo kommt die Wertschöpfung, wo bleibt es in der Region, bei mir im Ort. Also wenn der Käfer was kaputt macht, das kann ich verheizen mit meinem Heizwerk. Der Lebensraum Wald wird geschützt und wieder aufgeforstet und die Wertschöpfung bleibt bei den Landwirten in der Region oder bei den Lohnunternehmen in der Region. Und solche Aussagen merkt man immer mehr, das sucht der Gast. Der Wabenhonig ist bei uns von den Leasingbienen, also weil es Leihvölker sind, von Imker vom Ort. Die Eier kommen aus dem Ort und solche Themen, wo ihr. Also, das ist ein Kunden wichtiger. Regionalität ist wichtiger wie Bio, also bei unseren Gästen. Das merkt man in den Gesprächen und vor allem eben das Warum. Warum machen wir das? Warum haben wir das Hotel? Warum betreiben wir das? Warum sind wir hier? Das ist immer verstärkt. Man hat auch immer gemerkt, bei so großen Konzernen, die jetzt dann nach Corona mit Einbrüchen zu tun gehabt haben, weil wir festgestellt haben, sie waren zu gierig während Corona,
gewisse Versandhäuser oder also alles, wie es geheißen hat. Wie bist du mit den Mitarbeitern umgegangen während Corona? Ist auch ein Thema, was der Gast sehr hinterfragt. Und das haben wir Gott sei Dank auch mit Aufstockung auf Kurzarbeit, wir haben alle unsere Mitarbeiter behalten können während Corona, haben die 11 Monate Lockdown mit ihnen gemeinsam überstanden. Und das sind halt so Themen, die wohl täglich, wenn du mit den Gästen sprichst oder bei Alpaka-Fütterung bei uns im Haus, du hast da sehr guten Kontakt zu den Gästen, wo die dann die darauf aufsprechen und dann, dass du die gleiche Meinung bist. Also der Gast sucht jetzt schon Urlaub mit Sinn. Nehmen wir es mal so. Er will einen Sinn erfahren, er will ja das, wie sein Lebensgefühl ist, wie seine Philosophie ist vom Leben, das soll sich in dem Hotel auch widerspiegeln. Eben Nachhaltigkeit, wenn dann mit Hirn oder so, oder Regionalität ist ein wichtiger, wie Bio, wie es vorher gesprochen haben, sind so verschiedene Standpunkte. Herr Mang, ist das jetzt etwas, was primär die Wellness-Hotel-Landschaft jetzt im Bayernwald, ja nicht nur im Bayerischen Wald betrifft, weil das kann man ja sicherlich nicht verallgemeinern für diejenigen, die gern weiterhin zum Ballermann fahren. Die werden ja wohl die Suche nach dem Sinn, vielleicht suchen die auch nach dem Sinn, das kann schon sein, aber die haben natürlich eine andere Präferenz auf Sinnsuche, wenn wir unterstellen, da ist auch eine Sinnsuche da. Das ist doch was Spezielles jetzt für den Bayerischen Wald und eher so die Wellness-Hotel-Landschaft. Ja, also ich denke, es ist klar, dass das Urlaubsverhalten oder die Urlaubsmotive heterogen sind. Also es gibt nicht ein einheitliches Urlaubsmuster, ein einheitliches Verhalten. Ist auch schön so, dass der Mensch letztlich unterschiedliche Wünsche hat. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man in einer Region sich bewusst ist, welche Schwerpunkte man setzt und hier nicht sich seinen wahren Werten verbiegt. Also ein Partyurlauber oder ein Partyangebot im Bayerischen Wald würde nicht eigentlich zum sanften Naturtourismus passen. Und deswegen würde man, wenn man solch ein Angebot hier schafft, sicherlich die unterschiedlichen Zielgruppen hier vergraulen, weil den einen kann man es nicht gerecht machen und den anderen auch nicht. Und die Zielgruppen stören einander dann. Und dementsprechend muss man da aufpassen, dass man vom Angebot, glaube ich, authentisch bleibt. Und das empfehlen wir auch, wenn wir mit touristischen Regionen zusammenarbeiten, mit Destinationen, dass man sich eben den wahren Werten und dem Angebot, das man in der Region hat, auch authentisch nähert und das Angebot dementsprechend ausrichtet und nicht meint, den bunten Blumenstrauß anzubieten, um nur noch mehr Zielgruppen herzuholen. Das gelingt vielleicht dann kurzfristig, dass man kurzfristig Angebote schafft, die dann auch neue Zielgruppen erschließen. Aber sicherlich in der Zufriedenheit und in der langfristigen Perspektive das nicht positiv ausgeht, weil man da untereinander Zielgruppen vermischt, die vielleicht nicht miteinander können. Wie sieht das eigentlich, Herr Obermüller, dann mit der Altersstruktur aus? Also wenn ich das jetzt so höre, sehe ich eher jemanden wie mich so einen Wellnessurlaub machen und jetzt vielleicht so die Altersgruppe, ich sag mal 35 bis Ende offen. Sind da auch die Jungen irgendwie mit dabei? Also wie sieht es nach Ihren Erfahrungen aus? Ist da auch der 20-Jährige mal anzutreffen, der 25-Jährige? Jetzt also in unserer Kategorie, die Wellnesshotels, die haben verschiedene Zimmerkategorien. Du hast eine günstige Einstiegskategorie bis halt dann zur Premium Sky Suite und so weiter. Und dadurch hast du verschiedene Kundenkreise. Also du hast jetzt vom Alter her, unter der Woche hast du meistens ältere Gäste und am Wochenende hauptsächlich hast du halt dann jüngeres Gästepublikum. Und eben auch junge Eltern, die wohl mal Auszeit ohne Kind möchten oder so. Das Kind bleibt zu Hause bei Opa und Oma und sie verbringen ein schönes Romantikwochenende. Oder genauso, wir haben ein Tiny Mobil, das wo bei uns am Hotelgelände steht. Das ist ein bisschen abseits, steht direkt bei der Alpaka-Weide. Da sprechen wir natürlich ganz andere jüngere Zielgruppe an. Aber es feiert genauso mal Ehepaar seinen 40. Hochzeitstag, haben wir jetzt vor 14 Tagen gehabt. Also man kann wirklich, es gibt keine Raster mehr in unserem Bereich. Also man kann sagen, das Angebot wird mannigfaltig genutzt, wenn es halt die gleichen Identität vom Gast hat wie vom Hotelier, sagen wir mal so. Jetzt, Sie haben ja auch einen Überblick über die Landschaft der Hotels. Gibt es im Bayerwald viele Adults-Only-Hotels, also wo nur Erwachsene jetzt die Zielgruppe sind? Das kann man ja so machen. Oder ist das eher der Fokus auf Familien mit Kindern?
Hier hat sich auch Umgedenken herausgestellt, eben weil wir halt auch Mitglied der Premium Hotels im Bayerischen Wald sind. Wir haben auch zwei große Kinderhotels dabei, in Schreinerhof zum Beispiel und in Ulrichshof. Und da haben wir gemerkt, die sind sehr erfolgreich, weil sie genau die Zielgruppe Kinder, Familien bedienen können. Mischbetriebe haben eben auch ein bisschen Probleme. Das Kind schreit im Hallenbad, der Wellnessgast fühlt sich gestört. Das ist halt das Thema, was man hat. Wir haben auch einen von den ersten Adults-Only-Betriebe bei uns in der Kooperation mit dabei, in Hüttenhof. Die haben natürlich, sind am Anfang ein bisschen angegriffen worden, aber eben, du hast eben auch junge Eltern, die, wo mal zwei, drei Kinder haben und einfach einmal ein kinderfreies Wochenende verbringen wollen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir keine Kinder wollen. Wir haben selber Kinder und haben froh, dass wir Kinder haben, weil es die Zukunft ist für uns alle. Aber es ist halt eine spezielle Zielgruppe. Und das Thema Adults Only wird sich weiterhin durchsetzen, weil der Kunde eben nach seinen persönlichen Urlaubsvorlieben jetzt seinen Betrieb aussucht. Er sagt jetzt eben Familienhotel, geht zu einem Spezialisten, der wo nur alles vom Pony bis zum Indoor-Quad fahren, alles anbieten kann. Ich will jetzt Me-Time mit meinem Partner haben, geht in ein klassisches Wellnesshotel, Adult Only in die Richtung. Und die Mischbetriebe gibt es weiterhin, da hast du auch verschiedene Zielgruppen, aber Adults Only war jetzt die letzten Jahre schon ein sehr starkes Thema. Mhm. Herr Mang, wie ist denn eigentlich so die, ich nenne es jetzt mal Diversität, also von der Hotellandschaft, Gastronomie im Bayerischen Wald, haben wir viele im Premium-Bereich? Wie sieht es in der Mitte aus und gibt es auch die ganz normalen Unterkünfte, die jetzt vielleicht als Pension angeboten werden? Wie ist da so die Verteilung im Bayerischen Wald? Also die Diversität ist sehr, sehr hoch. Was wir sagen können über die vergangenen Jahre, dass die Qualität unheimlich gestiegen ist. Also gerade im Premium-Bereich haben wir, glaube ich, deutschlandweit wirklich eine Region, wo die Dichte so hoch ist wie kaum in einer vergleichbaren Region. Also wir haben wirklich Top-Wellnesshäuser, Top-Premium-Häuser im Bayerischen Wald beispielsweise, wo die Gäste wirklich für den Wellnessurlaub beispielsweise auch anreisen, auch weiter anreisen. Aber wir haben auch für die Gäste, die Familienurlaub beispielsweise in einer Ferienwohnung oder im Ferienhaus haben, auch entsprechendes Angebot hier in der Region, was gerade während Corona natürlich auch ein ganz großes Thema war, wo die Leute sich eher separieren wollten und letztlich hier autark Urlaub machen wollten. Da gibt es natürlich auch entsprechendes Angebot. Aber das hängt auch vielleicht so ein bisschen mit der Preisentwicklung zusammen. Also wir sehen auch durchaus, die Zahlungsbereitschaft ist gestiegen im Bayerischen Wald von den Gästen. Auch die Preisentwicklung letztlich mitgezogen. Jetzt kann man sagen, was beeinflusst was ist der ausgebende Einflussfaktor? Aber letztlich zeigt es, glaube ich, schon, dass die Region insgesamt an Qualität gewonnen hat und die Qualität auch bepreisen kann. Und das ist immer ganz wichtig, dass man sich letztlich im Tourismus, glaube ich, nicht unter Wert verkauft, also dass man sich hier nicht verramscht. Und das ist im Gegensatz zu vielleicht vielen Jahren zuvor, wo der Bayerische Wald etwas als verstaubt angesehen wurde im touristischen Umfeld, konnte man dieses Image auf jeden Fall aufpolieren und ist hier wirklich mit vorne voran, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt hört, dass die Qualität zugenommen hat, das geht ja nicht ohne Investitionen, dass man was verändert. Und wir haben eben ja von Ihnen auch gehört, Sie haben investiert in neue Heizsysteme. Sie gehen also davon aus, dass der Tourismus im Bayerischen Wald eine gute Zukunft hat. Gut, als Unternehmer musst du immer ein bisschen mehr Glauben an das Gute haben, das hat es bewiesen. Aber natürlich, man muss den Betrieb ausrichten, man muss ihn zukunftsfähig halten, man muss ihn nachhaltig halten, weil das ist genau das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt in unsere Betriebe reinspielt. Der Kunde hinterfragt, wie heizt du deine Pools, wie betreibst du deine 5 bis 10 Saunen in die Betriebe. Es wird hinterfragt, wie erzeugst du deinen Strom, wie gehst du mit Wasser um, welche Ressourcen verknappst du und solche Sachen. Das ist ein Thema natürlich, mit dem muss jetzt die Hotellerie beschäftigen. Wir arbeiten auch selber mit dem Siegel schon seit 2 Jahren, Green Siegel. Wir haben uns zertifizieren lassen. Wir lassen unsere CO2-Bilanz ermitteln, damit wir wissen, welche
CO2-nachhaltigen Einflüsse unser Betrieb hat in der Bewirtschaftung. Und das sind halt Themen, was man in der Zukunft spielen muss, aber was halt auch für den unternehmerischen Erfolg natürlich bedingt. Das ist ein Gewinn und nur mit dem Gewinn kann ich weiter investieren. Und wenn jetzt die Energiepreise steigen, also wir sind halt noch sehr energielastig in unserer Branche, also unser Betrieb hat täglich 220.000 Liter Wasser zum Heizen, also 100.000 Liter Innenpool und 120.000 Liter Außenwasser. Und wenn ich das jetzt im Winter oder bei 32 Grad plus und draußen hat es minus 10 Grad, habe ich Spreizung von 42 Grad, also brauche ich natürlich viel Energie. Und wie gehe ich mit denen um und wo kommt das her und was kann ich da in Zukunft machen? Und das hat natürlich die Themen, die wir jetzt in Zukunft beschäftigen, aber viele Betriebe stehen jetzt vor der Generationsübergabe oder die Jungen sind jetzt langsam im Betrieb drinnen. Und da versucht man halt dann auch, den mit ins Boot zu holen. Was ist euch wichtig? Was wird ihr in Zukunft euren Betrieb sehen? Weil wir sind die Erben, also die, die vererben einmal später. Aber wir können sie nicht mitnehmen, sondern machen müssen es dann die Jungen. Und die müssen auch weiter sagen, wie ihnen der ihr Betrieb sein soll für sie. Bleiben wir mal ganz kurz beim Stichwort Gewinn. Während der Corona-Pandemie ist der, glaube ich, enorm geschrumpft. Der Staat hat einiges getan. Wie haben Sie denn diese Zeit, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber als Hotelier wahrgenommen? Es war eine schwierige Zeit, man hat es nicht vorstellen können. Also, wie wir die ersten Schließungen gehört haben von Südtirol, sind wir drei Hoteliers in ein Auto gesessen und haben gesagt, das, wenn im Bayerischen Wald passiert, können wir uns alle einen Strick kaufen, haben wir gesagt damals, salopp. Und ein paar Wochen später sind wir vor der Pressekonferenz gesessen von Dr. Markus Söder. Und wir haben gemerkt, dass die Mitarbeiter, das bei uns, wir haben Mitarbeiterversammlung gehabt, die Mitarbeiter sind teilweise gewesen und haben geweint, weil sie genau nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen. Unser Betrieb hat die größte Investitionsmaßnahme seit Bestehen abgeschlossen. Die war im November 2019 abgeschlossen. Im März 2020 sind wir in den ersten Lockdown rein, also 4 Monate später. Und dann waren die 3 Monate, naja, hat man uns geglaubt, das ist vorbei. Und dann sind es das nächste Mal 7 Monate geworden. Und dann wird es aber schon langsam schwierig. Also da, dass du eben, ich habe dann ein Buch geschrieben, habe mich dann durch das Buch selber mit den Themen beschäftigt, wo wir halt selber Mut gemacht haben. Und, aber es ist halt dann immer das Wichtigste war, wenn der Lockdown vorbei war, waren die Hotels sehr gut gebucht in der Regel. Und das hat auch immer gezeigt, dass er während der Investition, wir haben auch beim zweiten Lockdown wieder Außenpools errichtet und solche Sachen, das war halt immer dann die richtige Entscheidung, um weiterhin vorne mit dabei zu sein. Und der Kunde hat halt dann Urlaub in Deutschland gemacht. Dieses Jahr haben wir jetzt einmal das erste Jahr ohne Corona. Jetzt haben wir gemerkt, aha, alle Urlaubsgäste wollen nach Bella Italia, alle wollen nach Griechenland, überall und überall hin. Und dann haben wir gemerkt, ja, die ersten Waldbrände, die ersten Dürreperioden, die ersten Länder haben Temperaturen von 48 Grad. Auf einmal haben die Buchungszahlen im Bayerischen Wald auch wieder gestiegen. Also Sie merken unmittelbare Auswirkungen aus dem, was global so passiert. Genau. Also wenn in Italien, in Sizilien wochenlang über 40 Grad sind oder in Griechenland oder wenn auf irgendwelchen Inseln da Brände verursacht wurden, dann merken Sie, gehen die Buchungszahlen nach oben im Bayerischen Wald. Ja, das hat der Corona auch mit sich gebracht. Der Kunde ist immer kurzfristiger geworden, extrem kurzfristiger. Früher, korrigieren Sie mich, glaube ich, haben wir Vorlaufzeit gehabt von 6 bis 3 Monaten. Also bei uns im Betrieb ist 3 bis 5 Tage oder eine Woche oder 14 Tage ist bei uns das höchste Gefühl. Also wenn ich jetzt meinen Dezember anschaue im Vorkast, müsste ich eigentlich nach Hause fahren und weinen. Aber ich weiß wieder, es wird wieder, weil es alles kurzfristig ist. Und der Kunde sitzt zu Hause, sagt, in 14 Tagen habe ich Urlaub und dann sagt er genau, wie ist das Wetter, welches Budget habe ich, steige ich im Flieger ein und mache einen erdgebundenen Tourismus. Er ist sehr und er weiß, das Überangebot ist jetzt da. Der Bayerische Wald ist jetzt nicht so voll, wie er jetzt während Corona war, nehmen wir es mal so. Und jetzt kann er halt dann kurzfristig entscheiden, aber das merken wir halt permanent jetzt die letzten Zeit, wie die ganzen Themen sich spielen. Während Corona haben sie nicht wegfahren können. Bei uns ist eine Zielgruppe Motorradfahrer, die wo Wellness kombinieren, also Pärchen, wo der Mann Motorradfahrer oder die Frau oder gemeinsam und nachmittags Wellnesszeit verbringen wollen. Die haben halt die ganzen 2 Jahre jetzt nicht nach Kroatien oder nach Istrien zum Motorradfahren fahren können, sondern waren halt jetzt im Bayerischen Wald eine Woche oder 7 Tage. Kann man sagen, Herr Mang, Herr Lauterbach hat doch recht, was Italien angeht, dass in Zukunft Italien gar nicht mehr so der Hotspot sein wird, sondern die Leute Urlaub machen, vielleicht hier irgendwo in der Region, im Bayerischen Wald? Also
Ich möchte ein Argument bekräftigen, also dass der Tourismus sehr sensibel ist in der Hinsicht, dass hier sehr schnell Ausweichbewegungen stattfinden. Das haben wir schon vor Corona gesehen, zum Beispiel beim Thema Flusskreuzfahrten. Die Flusskreuzfahrt, die wir auch sehr intensiv entlang der Donau analysieren, die lebt da sehr stark vom amerikanischen Raum. Und da war es zum Beispiel egal, ob in Istanbul eine Bombe hochgegangen ist oder irgendwas in den Niederlanden war. Das war für den amerikanischen Gast Europa. Und Europa, da ist was passiert und dann ist er nicht mehr gekommen. Da hat man in den Buchungszahlen sehr schnell gesehen, dass das eine gewisse Zeit benötigte, bis das wieder auf Normalniveau war. Und dementsprechend war es natürlich sehr extrem auch mit Corona oder jetzt mit solchen Naturkatastrophen, wie es aktuell in Slowenien oder auch in Griechenland stattgefunden haben. Da reagieren die Kunden, die Reisenden sehr sensibel drauf. Und natürlich wird sich langfristig solche Dinge wie, dass diese Hitzeperioden, wenn es immer öfters eintreten, das in die Köpfe der Reisenden verankern, dass man womöglich nicht im Sommer bei 40 Grad oder 45 Grad irgendwie dann in den Süden fährt, sondern vielleicht eher auf den Norden ausweicht, durchaus eine Reaktion sein, die dann so mittelfristig, langfristig bei den Reisenden stattfindet. Oder, wie Sie gesagt haben, natürlich dann auch zum Deutschlandurlaub bewegt. Also das ist ganz klar, das ist ein Effekt, den wir sehr, sehr stark gesehen haben, dass natürlich dieser Innentourismus in Deutschland wieder Urlaub zu machen, sehr stark nach Corona aufgelebt hat. Mhm. Gibt es irgendwelche Langfolgen noch von der Corona-Pandemie, die Sie jetzt noch spüren? Im Gewerbe? Ja gut, der Gast eben, Corona ist noch, sagen wir mal, wenn das Wetter wieder mal schlechter wird und die ersten Husten wieder, dann ist schon ein bisschen Unsicherheit, aber ich sage immer als Hotelier, wir haben weiterhin die Desinfektionsspender, wir haben auch noch Einweghandschuhe am Frühstücksbuffet, wenn es einer haben will. Es ist halt eben Corona, aber das Thema ist jetzt nicht mehr so omnipräsent, wie es jetzt die letzten 2 Jahre war, nennen wir es mal so. Meine Frage zielte auch auf einen Aspekt. In der Gastronomie war es ja oftmals so, es sind dann Leute vielleicht auch aus der Gastronomie rausgegangen und die hat man nicht wieder zurückgewinnen können. Wie ist das bei Ihren Mitarbeitern? Haben Sie da jetzt erstmal Corona-bedingt, gar nicht generell auf Fachkräftemangel, dazu kommen wir gleich noch, Corona-bedingt noch solche Nachwirkungen? Nein, also bei uns war es im Betrieb überschaubar, bis auf 2 Corona-Babys. Also, das war biologisch bedingt, aber dadurch haben wir keinen Mitarbeiter verloren, der die Branche verlassen hat. Aber es ist halt auch, bei den Auszubildenden haben wir es gemerkt, wir haben 2 Jahre lang keine Praktikanten in dem Betrieb gehabt. Das war jetzt dann, jetzt haben wir 2 Jahre dann keine Auszubildenden bekommen dann dadurch. Jetzt haben wir unser Betrieb so im Jahr zwischen 40 und 60 Praktikanten und dann hast du immer zwischen 3 oder 4 Auszubildende pro Jahr. Aber es gibt genau die Zahlen, die belegen, dass also empirische Daten, die diese Abwanderung belegen, also aus diesem Tourismussektor, dass Fachkräfte abgewandert sind in andere Branchen, weil sie da eben einerseits bessere Arbeitszeiten haben, als auch während Corona halt einfach den sicheren Job hatten dann. Ja, oder wir haben es halt auch gemerkt, eben, wie geht der Unternehmer mit den Mitarbeitern um in der Zeit? Wir haben alle, die meisten Betriebe haben draufgezahlt, weil wir mittelständische Unternehmer sind. Wir haben permanent mit unseren Mitarbeitern zu tun. 7 Tage die Woche auf Augenhöhe in den Abteilungen arbeiten wir zum Teil mit. Und Konzernhotellerie hat halt damals wie das Förderprimborium, wer kriegt Förderung, wer kriegt es nicht, gleich einmal alle Mitarbeiter ausgestellt. Und das sind halt Betriebe, die wo auch dann 30-50% der Mitarbeiter verloren haben, weil ich kann in München keinen zweifachen Familienvater mit 70% Kurzarbeitergeld oder 72% Kurzarbeitergeld vom Brutto, weil bei uns ist auch die Zuschläge viel, Sonntage, Feiertage, Nachtzuschläge, die fallen dann auch noch weg, aber vom reinen Bruttolohn kann der nicht leben. Und das war halt bei uns Ansinn, da haben wir gesagt, haben wir zahlen drauf auf das Kurzarbeitergeld auf 96-98%, damit wir die wirtschaftliche Existenz von Mitarbeitern sicherstellen können in der schweren Zeit. Und dass wir dann auch wieder haben mit der Arbeitsbereitschaft, wenn das Corona wieder vorbei ist. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also es gibt Hotels in Deutschland, die haben die Hälfte vom Hotel nicht mehr betreiben können, weil sie keine Mitarbeiter mehr gehabt haben.
Richtig, jetzt ist ja das überall in den Medien und man hört es, wenn man mit den Leuten spricht, es fehlen Facharbeiter, Mitarbeiter fehlen, sei es in der Küche, sei es an der Rezeption, wo auch immer. Wie wird denn das kompensiert in der Hotellerie? Corona war jetzt auch ein Vorteil, man hat jetzt einige Buchungsprozesse digitalisiert und das war jetzt ein wenig auch wieder Brennglas, man hat jetzt ein wenig mehr Zeit gehabt dazu, man hat mehr machen können. Das damit aber auch nicht, wir haben Rezeptionsmitarbeiter noch genauso viel, aber die haben dann jetzt mehr Zeit für den Gast. Aber das Gleiche ist im Service, die ersten Hotels haben schon Roboter. Es ist jetzt einmal eine Entlastung von Menschen, ich würde es jetzt gar nicht verteufeln. Unsere Mitarbeiter werden auch älter, wir haben auch langjährige Mitarbeiter, die schon teilweise 25 Jahre bei uns im Unternehmen sind. Warum sollte jetzt der das Geschirr bewegen? Es wichtig ist, er ist am Gast präsent, er kann einem Wein empfehlen, er kann ein Getränk empfehlen, kann einem Cocktail empfehlen an der Hotelbar. Warum sollte jetzt die stupide Bewegungstechnik von A nach B in die Spülküche nicht der Roboter machen? Also da muss man genauso offen sein zu dem Thema, aber das Wichtigste ist, wo Mensch ist, dass Menschlichkeit ist und dass die anderen Abläufe vielleicht dann auch digitalisiert sind oder KI. Also man muss jetzt die Zeiten, sage ich jetzt immer, wenn einer sagt, ja, der demografische Wandel, das sage ich zu jedem Beschäftigten mit den Zahlen, wir sind jetzt einmal an der Spitze vom Eisberg angekommen. In 5, 6 Jahren, 7 Jahren wird es noch schlimmer werden. Wir konnten es halt jetzt zum Teil auch mit Flüchtlingen aus der Ukraine ausbessern, haben aber auch sehr viele einheimische Mitarbeiter wiedergekriegt. Aber es ist immer, natürlich ist es eine ständige Suche. Also wenn mich einer fragt, was ich mache den ganzen Tag, sage ich, ich suche Menschen, also entweder Gäste oder Mitarbeiter. Also einfache zwei suche ich immer. Mhm. Herr Mang, wie sieht es aus mit KI und mit dem Thema, dass Roboter die Arbeit übernehmen können? Ja, also der Herr Obermeier hat es schon angesprochen, also es gibt gewisse Prozesse, die jetzt durch Technologien, durch Digitalisierung ersetzt werden, eventuell auch durch KI-Mechanismen. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Prozesse, sei es in der Beherbergungsindustrie oder im Reisevertrieb, wo man letztlich ansetzen kann, wo den Faktor Mensch nicht mehr so benötigt, wie es vielleicht zuletzt benötigt wurde und wo man einfach Prozesse effektiver abwickeln kann. Das klingt natürlich, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, immer bedrohlich erstmal, dass der Faktor Mensch nicht mehr gebraucht wird. Wenn ich jetzt Faktor Mensch mir vorstelle, ich bin in der Gastronomie tätig, in der Hotellerie, fühle ich mich bedroht von so etwas. Ist das eine Bedrohung oder ist es eine Chance? Ich würde es absolut als Chance sehen, weil erstens sprechen wir da und von Fachkräftemangel und es ist ja, wenn man die Betriebe fragt, ist es ja so, dass Fachkräfte fehlen. Also die Fachkräfte, ich baue nicht Kräfte ab, sondern letztlich fehlen die auch tatsächlich. Also ich muss andere Lösungen suchen und wie es der Herr Obermeier gesagt hat, es schafft da Freiräume für Servicequalität. Also letztlich kann ich Dinge, wo der Faktor Mensch wichtig ist, wo der Gast eine vielleicht viel bessere 1-zu-1-Betreuung dann bekommt, kann ich mich diesen Prozessen oder diesen Service-Aspekten dann widmen und kann mich mehr um den Gast kümmern. Und ganz banale Sachen, wo es zum Beispiel, wir beschäftigen uns sehr stark mit Kundenanfragen über Angebote, wo es wirklich, wo im Hotel oder im Reisevertrieb es um banale Angebotsanfragen geht. Und wo ein Großteil dieser Angebotsanfragen vielleicht gar nicht zum tatsächlichen Buchungsinteresse oder Buchungsvorkommen dann kommt, dass diese in einem ersten Schritt über automatisierte Prozesse abgewickelt werden. Das kann relativ einfach über Werkzeuge, Instrumente erfolgen und schafft natürlich Freiräume für den Mitarbeiter, der früher vielleicht 100 E-Mails beantworten musste und jetzt in einem jetzigen Schritt vielleicht nur noch 20. Und was man natürlich auch sagen muss, dass das künstliche Intelligenzmethoden in vielfältiger Weise eingesetzt werden können. Also das, was vielleicht für ein Low-Budget-Hotel mit einem automatisierten Computer in der Rezeption möglich ist, funktioniert vielleicht in einem Premium-Sterne-Hotel nicht, weil da der Gast auch wirklich Wert drauf legt, dass er persönlich begrüßt wird, persönlich angesprochen wird.
in einem Low-Budget-Hotel, wo der Kunde genau weiß, okay, ich zahle hier für das Hotel gar nicht viel, reicht vielleicht eine automatisierte Rezeption, wo er seinen Schlüssel über einen Schlüsselkasten beispielsweise dann bekommt. Also das sind sicherlich Modelle, die hier den Einsatz von KI erlauben und hier durchaus neue Freiräume schaffen. Wie sieht das eigentlich nach Ihrer Erfahrung, Herr Obermüller, aus in der Hotellandschaft, jetzt gerade im Bayerwald? Sind alle Ihre Geschäftskollegen dem so aufgeschlossen gegenüber? Oder gibt es da auch welche, die sagen, das läuft wie immer, wir brauchen das ganze moderne KI nicht? Na, also in der Regel, also bei den Kollegen im Premium-Hotel im Bayerischen Wald, wir haben regelmäßige Treffen und Workshops und es werden ständig neue Sachen vorgestellt. Was funktioniert bei anderen Urlaubsdestinationen recht gut? Was kann der Bayerische Wald von denen adaptieren? Wir sind da sehr natürlich interessiert. Bei uns gibt es ja halt auch die Junghoteliers, das ist eine Gruppe in der Bremen Hotels. Die beschäftigen sich natürlich mit dem Thema noch mehr wie mit Alten. Das ist jetzt auch so eine Generation, nicht mehr die Alten führen die Jungen, sondern die Jungen führen die Alten. Wenn fragt man, wenn das Handy nicht funktioniert, nicht den Vater, sondern seinen Sohn. Und das ist dabei solche Prozesse dann natürlich auch. Jetzt hatten Sie im Vorfeld schon mal angesprochen, Sie sind ganz gut vernetzt, habe ich so den Eindruck. Also gerade so die Hotellandschaft, jetzt könnte man denken, ja, wenn man jetzt so ein Premium-Hotel hat oder überhaupt ein Hotel, ist der andere Hotelier eher ein Mitkonkurrent, ein Mitbewerber. Aber ich habe eher so den Eindruck gehabt, Sie sind vernetzt, Sie tauschen sich intensiv aus und das ist eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Ist das richtig? Das war eigentlich das Erfolgsrezept vom Bayerischen Wald die letzten 10 bis 15 Jahre, weil sich die ganzen Tourismusaktiven, sei es das Museum, sei es die Kommune, sei es die einzelnen Betriebe, an den Tisch gesetzt haben. In der Hotellerie ist das natürlich verstärkt gewesen durch den Zusammenschluss der Premium-Hotels. Dann gibt es ja noch Vorzugspartner, das sind Betriebe, die wo in 2- bis 3-Sternbereich sind im Bayerischen Wald, die aber genauso die Informationen von uns Premium-Hotels bekommen, weil wir eben sagen, Tourismus ist Vielfalt und muss vielfältig bleiben. Und umso mehr wir alle trommeln, jeder für uns einzeln, umso mehr hört uns außer vom Dschungel immer einen, dass da jemand trommelt. Egal wer trommelt, es muss immer einer trommeln. Man muss vielleicht hinzufügen, dass glaube ich, die Verbandsarbeit da auch ganz entscheidend ist. Also der Tourismusverband Ostbayern, der orchestriert das natürlich sehr, sehr gut, weil es gibt auch in anderen Regionen so Verbünde zwischen Premium-Hotels, wo die dann relativ autark ihr eigenes Marketing betreiben. Aber ich denke, im Bayerischen Wald schafft man es, die Großen als auch die Kleinen mitzunehmen. Und da ist, glaube ich, der Tourismusverband als übergeordnete Organisation sehr, sehr wichtig, um dieses Musikorchester letztlich zu orchestrieren. Und bietet da auch, wenn man das Thema KI oder auch Digitalisierung hat, sehr viele Projekte an, Forschungsprojekte. Wir starten jetzt im September beispielsweise eine grenzüberschreitende Digitalisierungsoffensive, wo wir Betriebe auf dem Weg der Digitalisierung mitnehmen wollen, hier Einzelcoaching auch anbieten wollen, um letztlich dem gerecht zu werden, was ja Corona auch bewirkt hat, dass der Gast, dass der Reisende immer digitaler wird. Also wenn man sich selbst mal in die Lage versetzt, vor 5 Jahren hat man da Videotelefonie betrieben, und so hat sich die Bevölkerung im Bereich Digitalisierung unheimlich weiterentwickelt über die Corona-Phase. Und dementsprechend müssen natürlich die Betriebe sich hier auch rüsten. Und da liefert oder da bietet, glaube ich, der Verband insbesondere für die kleineren Betriebe auch sehr, sehr gute Unterstützung an. Also Trommeln gehört dazu, Werbung zu machen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Unterstützung der öffentlichen Hand? Also was machen denn die Kreise, was machen denn die Landkreise, was machen denn die Kommunen? Denn letztlich, sie sind ja ansässig in einer Gemeinde in einer Stadt und die profitieren ja von ihrer Wirtschaftskraft beziehungsweise denjenigen, die zu ihnen kommen und diese Wirtschaftskraft letztlich auch produzieren in dem Ort oder sie lassen ja Geld da. Da hat ja wohl eine Gemeinde ein ureigenes Interesse daran, dass gerade die Hoteliers auch die entsprechenden Gästezahlen generieren können. Wie sieht's aus damit, Werbeunterstützung? Gut, Werbeunterstützung ist jetzt bei der Kommune sehr schwierig, nehmen wir es mal so, weil da ist Tourismus ein kleiner Fingernagel davon. Natürlich wissen Sie eben die Wertschöpfung in der Geschäftswelt, zum Beispiel bei uns im Ort.
und der Griesbach, aber die Unterstützung ist natürlich da. Es gibt halt bei uns auch schon einen Zusammenschluss von 3 Kommunen, aber das Budget, was die halt haben, ist halt sehr, sehr, sehr gering, sage ich jetzt mal als Hotelier. Und natürlich, wir brauchen einen Verband, wir müssen den Verband unterstützen. Und der Verband ist unser Sprachrohr. Tourismusverband. Genau, Tourismusverband Ostbayern. Mhm. Und da haben wir einen sehr guten Geschäftsführer. Und der uns da begleitet, der Herr Dr. Braun. Und jetzt ist es so, dass wir da wirklich auch sagen müssen, der ist das Bindeglied zwischen uns Hotels und zwischen den Landkreisen, Regierung von Niederbayern, Freistaat Bayern, EU und so weiter. Und wir müssen ihn unterstützen, also es ist nur ein Miteinander. Aber natürlich, andere Länder haben Tourismusminister, Österreich zum Beispiel. Oder wenn wir die Budgets von unseren österreichischen Kollegen sehen, werden wir mit blass verneid. Aber wir haben Sollte Bayern einen Tourismusminister einführen? Sicherheit, will man brauchen, will man brauchen. Aber muss ich sagen, unser Wirtschaftsminister ist dem Tourismus sehr zugetan. Mhm. Wir haben jederzeit Gesprächsbereitschaft vor ihm, innerhalb von kürzester Zeit. Und er ist auch bei jedem Event ist er dabei. Und es wird auch nicht so pressemäßig aufbereitet, sondern es ist wirklich auch im Nachgang, gibt es nur wirklich Rückfragen dazu. Wo kann man da was machen? Gibt es Handlungsempfehlungen? Also er ist sehr engagiert in diesem Bereich, muss es Respekt zollen in einen Aiwanger. Und es nur so funktioniert es. Ich glaube, da macht die Staatsregierung insgesamt, glaube ich, keinen schlechten Job, was so Tourismusunterstützung angeht. Das hat man auf dem Schirm, oder? Es ist ein ständiger Kampf, weil letztlich ist der Tourismus auch im Wirtschaftsressort aufgehängt und da spielen auch solche Themen wie Energie beispielsweise eine große Rolle und werden gerade aktuell sehr, sehr stark gefördert. Und dementsprechend versucht man im Tourismus zumindest das Niveau zu halten an Fördermaßnahmen, weil die Verbände leben ja auch von Landesmitteln, auch von EU-Mitteln und dementsprechend schaut man da schon, dass hier der Geldfluss nicht versiegt, weil das enorm wichtig ist für die Region, glaube ich, die Kommunen auch zu unterstützen. Jetzt gibt es ein ganz aktuelles Thema, was diskutiert wird, das ist die Umsatzsteuer. Die ist aktuell, was die Gastronomie betrifft und den Verzehr bei 7%. Und das läuft aber Ende diesen Jahres aus. Was würde das bedeuten für Ihr Geschäft oder für das Ihrer Kollegen? Natürlich wird es in die Rendite einspielen. Weniger Rendite heißt weniger Investitionen für die Gäste und Verteuerung der Preise. Und es hat auch in der Tourismus, haben wir auch früher 19% Umsatzsteuer gezahlt auf die Beherbergung. Und jeder Politiker, der wo damals schon in einer Funktion war und heute in einer Funktion ist, der sagt immer, das war keine Einzelförderung, sondern es war das größte Anschubprojekt, was es gegeben hat. Wenn ein Betrieb 12% zur Verfügung hat und das 100% in seinem Betrieb einsetzt. Und so hat sich nur die Qualität entwickelt. Und jetzt, wenn wir dann auf die Speisen, die dann während Corona kommen, ein Drittel der Gastrobetriebe haben wir verloren während Corona schon, die wo Corona nicht überstanden haben. Insolvenz, dann Altersgründe, eben Fachkräftemangel, verschiedene Themen vom DEHOGA, es gibt Studien dazu. Und jetzt im Handelsblatt, 12.000 Betriebe werden schließen, wenn die Umsatzsteuer... So die Prognose, falls das kommen sollte, genau. Befürchtet man, dass weitere 12.000 wahrscheinlich dann die Segel streichen müssen. Genau. Nur alleine durch die Erhöhung der Umsatzsteuer von 7% auf 19%? Nein, das ist ja nicht der Faktor. Ein Hotelier ist leidensfähig, ein Gastronom ist leidensfähig. Weil er sagt, wenn er es nicht mehr leisten kann, dann machen wir es selber. Der arbeitet einmal 7 Tage. Aber irgendwann, dein Tag hat auch nur 24 Stunden und irgendwann hast du keine Lust mehr und die nächste Generation vielleicht auch keine Lust mehr. Und dann musst du wieder die Preise erhöhen. Und die Preise kannst du halt dann nur erhöhen, wenn meine Kaufkraft da ist. Aber wir haben jetzt eine Inflation im Bereich Rezession reinläuft. Dann haben wir eine Energiepreispolitik, also unsere Stromkosten steigen, unsere Energiekosten steigen, unsere Warenkosten steigen im Einkauf. Natürlich unsere Mitarbeiterkosten steigen, also Mindestlohn ist für uns mittelständische Hotellerie noch nie ein Thema gewesen. Was heißt das für Sie? Also was zahlen Sie? Wir zahlen drüber, immer drüber. Also auch in die Etagemitarbeiter oder so, da darfst du immer Mädchen 13 Euro schon seit 1,5 Jahr. Und das ist halt das Thema. Und es ist ein Thema Nachhaltigkeit. Gehen Sie zu einem goldenen M oder zu irgendwas anderem, kaufen Sie einen Lebensmittel und dann rechnen Sie den Abfall gegenüber. Bei uns kriegen Sie einen Teller, kriegen Sie ein Geschirr und ein Besteck, das wird abgewaschen, kommt wieder ins Regal, sauber gespült und das andere ist Müll. Und das muss ich auch sehen, das ist ein Thema Nachhaltigkeit. Und man hat auch gemerkt, was haben wir während Corona alle vermisst? Freunde treffen,
Urlaub fahren und gemeinsam feiern. Und an diesen drei Sachen, wo der Mensch eigentlich seit Corona wieder Freude hat, versucht die unsere ganze Regierung zurzeit schön rumzuschrauben. Und das geht nicht gut, weil im Endeffekt, weil wenn sie dann einmal die Ferienwohnung braucht, eine Gaststätte im Ort, der Wanderer braucht eine Gaststätte im Ort. Ich bin ein relativ autark als Wellness-Ressort. Mein Gast kriegt den Nachmittagssnack, mein Gast kriegt das Abendmenü, mein Gast kriegt das Frühstücksbuffet. Aber die anderen Betriebe brauchen alle diese Faktoren am Wanderweg. Wenn sie wandern gehen, gehen 20 Kilometer wandern und finden irgendwo einen Automaten, dann fahren sie nicht nach Hause und sagen, boah, das ist eine Tourismusregion, die so lebt und blüht. Also das kann ich nur bestätigen. In Analysen stellen wir ja immer fest, dass Ausflüge beispielsweise ganz klar verknüpft werden mit einem kulinarischen Ziel. Also letztlich, ich schaue, wo es Mittag oder abends was Gutes zu essen gibt und dort fahre ich hin beispielsweise. Und das ist schon ein Problem, dass hier die Dichte oder die Anzahl der Gastronomiebetriebe auch sinkt. Und selbst an bekannten Wanderrouten überlegt man schon, wie kann man denn den Gast zukünftig eigentlich noch bedienen, wenn eben hier die kulinarischen Angebote fehlen. Jetzt ist natürlich immer eine Umverteilungsfrage. Der Staat, Christian Lindner, wird sagen, ihm fehlen Milliarden und er braucht sie für Bildung oder anderes. Und dann erhöht er jetzt wieder die Umsatzsteuer, so wie es vorher mal war. Sie werden sagen, das führt zu Haufen Insolvenzen und hat wieder andere Ausfälle. Auf der anderen Seite zieht das nach sich. Man muss am Ende abwägen, was ist es einem wert und was für Folgen hat es? Gut, wenn man aber sagt, mein erster Beruf war Steuerfachgehilfe. Und also ich bin Quereinsteiger in die Hotellerie und Gastronomie, aber im elterlichen Betrieb. Aber wenn Sie einen Esel kaufen, hat er 7% und ein Maultier hat 19% oder umgekehrt. Also wenn Sie das Umsatzsteuergesetz durchlesen, wie Sie in der Ausbildung gehabt haben vor 30 Jahren, dann wissen Sie nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und ich sage immer, wir veredeln ein Lebensmittel, wir kaufen mit 7% was ein, wir veredeln es, wir veredeln die Tomate, wir veredeln das Fleisch, unsere Köche machen das. Und ich zahle jetzt dann 12% Steuer. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar als Unternehmer. Und darum muss ich dann wirklich sagen, es war jetzt mal gerecht in der Richtung. Man hat die Gastronomie unterstützen können, aber der Gastronomie geht es extrem dreckig. Das ist jetzt nichts, was irgendwie pressemedisch aufgebaut wird vor diesem Thema. Die haben keine Minijob mehr. Wir haben selber Event-Gastronomie gehabt. Wir haben es geschlossen, weil wir keine Bedingungen mehr gehabt haben, wo sonntags arbeiten wollen, die wo Hochzeit betreuen wollen. 10-11 Stunden dürfen wir gar nicht mehr wegen einem Arbeitszeitengesetz. Eben solche Themen hat es schon mal gegeben. Und dann wird feiern und essen gehen, wird dann ein Luxusgut werden. Und der Wirt wird dann die Tische zweimal belegen können an einem Abend, wie sie es in die Großstädte auch können. Wenn sie in Messen unterwegs sind, kommen sie um 18 Uhr, sind um 19.30 Uhr weg, kommen sie um 19.30 Uhr und um 21 Uhr können sie nochmal kommen, noch dreimal belegen. Und das wird dann genauso Einzug halten, weil wir haben ja viele Betriebe, eben Gastronomie ist klein und mittelständisch. Und irgendwann, wenn keine Perspektive mehr da ist, teure Energiekosten, der Staat lässt in diesem Bereich sehr alleine, nennen wir es mal so. Nach Corona, wo sie es jetzt ein bisschen aufgerappelt haben, die ganzen Hochzeiten werden nachgefeiert und. Er hat aber eh wenig Mitarbeiter. Das kann nicht funktionieren. Und in der Gastronomie wird es dann zu dem Thema kommen. Vielleicht noch als Ergänzung, man muss auch immer im Auge behalten, dass der Gast, der in den Bayerischen Wald kommt, meistens oder sehr häufig den Urlaub als Zweit- oder Dritt- oder Viert-Urlaub hat. Also nicht der Ersturlaub im Jahr ist. Der Jahresurlaub ist. Der Jahresurlaub geht oftmals außer Landes. Und das Problem ist natürlich, wo fängt der Gast dann oftmals zum Sparen an, an dem Zweit- oder Dritturlaub, der dann wegfällt. Und das könnte natürlich schon eine gewisse Hebelwirkung auch haben, dass wenn die Kaufkraft bei den Leuten nicht mehr da ist, wenn sie sparen, Preisinflation etc., dass genau der Innentourismus eigentlich dann doppelt leidet. Ich hoffe, das Signal, das kommt in Berlin an. Ich denke, auch wenn Sie jetzt nicht so gejammert haben, wie es eigentlich angebracht ist, glaube ich, in vielen Situationen, auch wenn man auf manche Kollegen schaut, da sieht es ja dann vielleicht noch schlechter aus, ist die Situation, glaube ich, ernster, als das mancher glaubt. Abschlussfrage, Herr Obermüller, wo machen Sie Urlaub? Wenig. Machen Sie Urlaub? Meistens im Inland, eben irgendwo in der Natur beim Wandern mit dem Hund. Und eben, jammern ist in Zeiten vom Tourismus, man ist kritisch,
nehmen wir es mal so, aber wir sehen sie nicht als Hermann. Wir hinterfragen alles, genau wie der Kunde alles hinterfragt. Und wir müssen es auch machen, damit wir zukunftsfähig bleiben. Und darum ist Jammern für uns eigentlich nicht so ein Begriff, weil man dadurch nichts verändern kann, sondern wir wollen Neues bewirken und in die Zukunft positiv gehen. Danke. In Niederbayern jammert man auch nicht. Herr Mang, wo machen Sie Urlaub? Ja, am liebsten in der Natur. In der Natur, das ist gut. Ich liebe Motorradfahrten in den Bayerwald. Ja, und so sind wir alle, wie die Süddeutsche Zeitung titelte, gebildet, naturverbunden und nicht so arg knausrig, hoffentlich, damit es der Gastronomie zugutekommt. Herr Obermüller, Herr Mang, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch über den Tourismus. Und schauen wir mal, ob die Signale, die da überall mal wieder gesetzt werden, auch an den Stellen ankommen, dass sich da vielleicht was tut und ändert. Vielen Dank. Dankeschön. Besten Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, Sie hatten den ein oder anderen Eindruck über ein paar touristische Dinge. Und vielleicht wird Ihr nächster Urlaub, vielleicht nicht der zweit oder dritt, vielleicht sogar der Ersturlaub, auch mal in den Bayerwald führen. Das wäre schön. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Machen Sie es gut.